Ich gehe gerne ins Kino und ich dachte, ich muss mich mal so ein bisschen herausfordern auch. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen ganzen Joint geraucht und bin dann ins Kino gegangen. Ich war also super high im Kino. Und falls ihr das noch nie gemacht habt und ihr wollt euch das vorstellen, wie das ist, ist ganz einfach. Stellt euch einfach vor, ihr seid im Kino und jetzt stellt euch vor, es ist besser. Und es ist besser, weil ihr seid jetzt dümmer. Ja, so die ganze Magic. Ja, und ich sitze halt in diesem Kino und die Werbung läuft noch, aber ich habe jetzt schon die beste Zeit. Ich denke mir so, krass, diese örtliche Druckerei, was die so alles macht. Crazy. Und dann spielt ihr da immer so eine Werbung für Eis und ich bin high, ich brauche jetzt Eis. Das Verlangen ist so groß, ich wollte nie mehr Eis haben als jetzt. Ja, aber ich bin zu high, um aufzustehen. Der Film fängt gleich an, ist zu spät. Aber dann geht einfach hinten die Tür vom Kino auf und eine Frau kommt rein und meint so, ist hier jemand, der gerne Eiscreme möchte. Und wenn ihr nüchtern seid, ist klar, ja, ist Marketing. Die spielen eine Werbung für Eis, schickt eine Frau rein mit Eis, macht Sinn. Aber wenn ihr high seid, dann ist diese Frau einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ja, persönlich für mich. Wie so mein Schutzengel. Ich denke mir so, krass, woher weiß die das? Und ich drehe mich so um und außer mir redet auch keiner mit ihr. Ich denke mir so, bin ich der Einzige, der sie sieht? Und ich hole sie so runter und sie hat super viel Eis dabei und ich sehe, so, ja, ich hätte gerne dieses Magnum. Und sie sagt, ja, sie gibt mir das Eis und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja? Ich dachte, ich werde nie wieder Eis sehen. Jetzt habe ich dieses Eis in der Hand, ich kann es kaum glauben. Sie sagt so 5 Euro und ich sage so, cool, kann ich mit Karte zahlen? Und sie sagt nein und nimmt mir das Eis wieder weg. Das ist auf jeden Fall eine emotionale Achterbahn. Leute haben seltsame Einstellungen zu Obdachlosigkeit. Ich weiß nicht, ob es mal aufgefallen ist. Ich habe Freunde, die sagen, man darf obdachlosen Menschen kein Geld geben. Und ich verstehe es nicht. Ich war mit so einem Freund unterwegs. Wir sind an einem obdachlosen Mann vorbeigelaufen. Und ich habe dem so ein bisschen Geld gegeben. Mein Freund ist richtig ausgerastet. Der meinte so, yo, darfst du dir niemals Geld geben? Der benutzt das nur für Alkohol und Drogen. Ja. Ich habe ihm das Geld nicht für seine brillante Geschäftsidee gegeben. Ich hatte nicht vor, in sein Start-up zu investieren. Ich habe ihm das Geld gegeben, dass er sich ein bisschen entspannen kann. Der hat ein hartes Leben, lebt auf der Straße. Und mein Freund war so, nein, du darfst dir niemals Geld geben. Was du tun musst, du musst dir was zu essen geben, wie so ein Stück Brot. Der Mann ist obdachlos, keine Taube. Ein Stück Brot. Wie oft habt ihr so einen harten Tag auf der Arbeit? Und danach trefft ihr so ein paar Freunde in der Bar für ein Stück Brot. Lust auf mehr Quatsch? Hier geht's weiter zum nächsten Video und hier kannst du uns abonnieren. Folge uns auch auf unseren anderen Kanälen für exklusiven Quatsch-Content, Tickets und Deals.